Lützeburg war schon immer Vierreiter an den Infrastrukturen. Das so 5G ist eine ganz neue Technologie. Der Tisch ist noch nicht 100% ausgereift. Und dafür ist es interessant, das ganz bisschen um technologischen Point of View zu testen. Also, ein Hauptkriterium ist natürlich der sozioökonomische Impact. Das heißt, was bringt es der Industrie, aber was bringt es auch der Population? So, im Kader von der 5G-Strategie von Lützeburg hatten wir auch Hilfe von externen Konsultanten, wo wir gefragt haben, eine Studie zu machen über die Importanz und die Punkte von der 5G zu Lützeburg. Und da war es so, dass sie als verschiedene Zonen proposiert haben und Analyse gemacht haben, pour et contre, wo es interessant wäre, die 5G zu deployieren. Und da haben wir uns das mir genau angeguckt. Und das ist notamment der Kirchbirsch, Ballwall, den Automotive Campus zu Biessen, den Logistikcenter zu Diddling und am Schluss natürlich auch noch die Hauptverkehrsachsen am Schienen- und Straßenbereich. Das ist aber ein offenes Licht, das ist nicht exhaustiv. Es können noch immer Zonen dabei kommen, wenn Stakeholders sich melden, die ein Interesse hatten, dass 5G dahin deployiert wird. Da sind wir natürlich ein offenes Ohr. Unsere Rolle als wir sind aus sich, wir steuern ein bisschen das Ganze. Das heißt, los sind wir noch in einer Phase, wo wir Informationen sammeln, wo wir noch mit den Leuten schwätzen. Wir analysieren noch ein bisschen die Feasibilität von den verschiedenen Zonen, die hier proposiert werden. Aber was immens wichtig ist und der Infrastruktur, die soll durabel sein. Das heißt, die soll auch nur da bleiben, auch wenn es Testzonen sind. Also die Idee nicht, dass es nur kurzer Zeit nicht aufgerappt gehen oder aufgebaut gehen.